Hallo, liebe Leserfreunde. Habt ihr auch daran gedacht, euch die neue Original-Nozzle für den S9 zu kaufen? Ich habe meinem S9 eine spendiert und möchte nun mit etwas Spaß einen ganz wissenschaftlichen Test starten, ob sich die Nozzle lohnt. Und bin ziemlich überrascht. Das Paket ist komplett und enthält alles Wichtige für den Anschluss an das Lasermodul. Schlauchmaterial, die Nozzle, Flauschband, Schrauben, Werkzeug und Gummidichtung sowie eine schöne rote neue Blende. Ich habe bis jetzt mit einem selbstgedruckten 3D-Aufsatz für den Air-Assist gearbeitet und war eigentlich ganz zufrieden. Auch wenn sie mir von Zeit zu Zeit verdreckte, schmolz und die Ergebnisse immer schlechter wurden. Da ich inzwischen Fan der Nozzle S10 bin, ist es heute soweit, sie gegen meinen 3D-Druck antreten zu lassen. Die Madenschrauben halten hier ebenso wie die normale rote Blende meine Düse. Diese muss zunächst samt dem kleinen Metalltrichterschutz entfernt werden. Die Originalnozzle des Sculpt von S9 ist extrem massiv. Im Internet hatte ich schon des Öfteren ähnlich massiv gedrehte Teile gesehen, aber der Preis war mir viel zu hoch. Die S9-Düse hat dazu noch einen blauen Kranz mit Löchern. Ich schätze zum Luftaustritt und zur Luftzirkulation für den Lüfter oben. Zunächst erstmal das Klebepapier der kleinen roten Blende entfernen. Es schützt und ist wie immer etwas fummelig. An den Seiten hat sie Löcher und einen Schlitz für den Messingschlauchanschluss. Die für meine selbstgebaute Düse nützliche Schlauchhalterung möchte ich behalten und habe sie auf die andere Seite verlegt. Die Madenschrauben werden zugunsten der neuen Blende gegen die beiliegenden Schrauben ausgetauscht. Also drehen wir sie schon mal raus. Zur Dichtung wird ein kleiner Gummiring mit eingeschraubt. Im Paket gibt es diese sogar in praktischer Reserve. Vorsichtig einsetzen. Ich finde, das sieht richtig gut aus und macht meinem hübschen 3D ordentlich Konkurrenz. Bevor man nun die Schrauben eindreht, zuerst die Blende ansetzen und dann die Schrauben seitlich eindrehen. Der Schlauchanschluss bleibt dabei noch ein bisschen beweglich, so dass man ihn aus dem Schraubenbereich drehen kann. Beide Seiten ein wenig festziehen. Jetzt noch die Madenschraube auf der Rückseite leicht anziehen. Und fertig. Zum Vergleich habe ich euch meinen S10 abgeschraubt. Ich habe meine Blende abgeschraubt. In den Videos kann man so etwas besser sehen. Die beiden Düsen sind ziemlich ähnlich. Lediglich die Länge und der Anschluss an das Modul unterscheiden sich. Beim S10 wird die Nozzle mit einer kleinen Madenschraube direkt an eine Buchse vor der Linse des Lasermoduls befestigt. Hier die beiden im Vergleich. Der Fokus des S10 ist höher. Deshalb ist sein Materialabstandsstück auch gut doppelt so lang. Und da ich beide Module gerade so schön hier habe, bekommen beide ein wenig Pflege. Die Reinigung der S10-Nozzle zeigt, der Schmauch hat sich auch im Inneren der Düse abgesetzt. Ich halte das aber für normal. Eine kleine Bürste von einem Strohhalmset ist da ziemlich nützlich. In diesem Sinne ein Tipp an den Hersteller: Sowas könnte gut im Lieferumfang sein. Auch in der Düse des S10 ist ein Dichtungsring untergebracht. Der Schmauch hat also noch weniger Chance, sich auf der Linse abzusetzen. Jetzt nur noch alles wieder zusammenbauen
und zurück an seinen eigenen Leser. Der Anschluss des Moduls ist nun selbsterklärend. Modul an den Schlittenschrauben, in meinem Fall den Schlauch durch die Führung oben, auf den Schlauchanschluss stecken und den Stecker wieder einstecken. Mit dem Flauschband in kleine geschnittene Stücke den Schlauch mit dem Datenkabel verbinden, gerade so, wie es bei einem passt. Bei mir muss der Laser noch umgebaut werden, denn ich habe noch eine Schleppkette dran. Mein Wissenschaftstest. Angeschlossen ist meine selbstgedruckte R-Assist-Düse und zur Verfügung habe ich den Kompressor von Scalpfern sowie einen kleinen Kompressor von Hela. Angeschlossen habe ich den Hela. Eine Schüssel mit 3.428.619 Sandkörnchen. Ich hoffe, die fliegen mir jetzt nicht alle um die Ohren. Ich möchte sehen, was wirklich rauskommt. Der Scalpfern-Kompressor. Zugegeben, der Versuch ist nicht sehr wissenschaftlich, aber ich bin überrascht zu sehen, dass sich beim Scalpfern-Kompressor mit meiner Düse kaum etwas tut. Ich wiederhole den Scalpfern-Test mit der neuen Nozzle. Um der Frage nun auf den Grund zu gehen, ob sich die neue Nozzle lohnt, bleibt ja wohl nur ein Parametertest. Ich habe den ersten Durchlauf mit meiner Düse und dem Hela-Kompressor gemacht. Im zweiten Durchlauf habe ich auf dem Kompressor von Scalpfern geschaltet.
der dritte Durchlauf. Mit der neuen Scalp von S9 Nuzzle zusammen mit dem Scalp von Kompressor. Den Vergleich zum Hailer habe ich nicht mehr gemacht, da in dem vorangegangenen Test das Ergebnis für den Kompressor von Scalp von besser war. Das zeige ich euch gleich. Antwort. Was ich gar nicht gemerkt habe, dass meine Werte seit dem Video zum R-Assist ein wenig schlechter geworden sind. Meine Düse hätte ich wohl mal ersetzen sollen. Sie ist doch sehr verschmort und schief. Ob es sich hier um Laserkraftverlust handelt, bezweifle ich stark, denn das Ergebnis mit der neuen Nuzzle ist mehr wie überraschend. Nicht nur die fehlenden Schnittleistungen, auch der Schmauch ist weg. Meine Düse wandert jedenfalls in den Müll. Seitdem, es möchte sie eine haben. Ich hoffe, ihr habt meinen Test nicht allzu ernst genommen. Dieses ist keine Werbung. Ich habe mir die Nozzle gekauft, weil ich meinen Scalpi so mag. Also geht mein besonderes Dragon-Cut-Danke heute mal wieder an mein Handmodel. Vielleicht habt ihr auch das nächste Mal wieder Lust, dabei zu sein. Ich habe das nächste Mal ein riesen XXL-Multilayer. Natürlich für euch frei zum Downloaden. Dicke Dragon-Küsschen.